Hallo Klickenabendler, heute stellen wir euch mal wieder eine exotische Neuheit aus Japan vor, und zwar Oink Games. Die haben ja seit letztem Jahr auch einige ihrer Spiele in Deutsch. Angefangen haben sie ja mit Tiefsee-Abenteuer. Und jetzt das zweite Spiel, was in Deutsch erschienen ist, ist Insider. Das ist hier diese rote Schachtel. Das nächste haben wir auch schon hier vor uns liegen und es kommen demnächst noch viele weitere. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das Schachtelformat wurde beibehalten. Diesmal handelt es sich um ein Partyspiel für 4 bis 8 Personen, was ungefähr 15 Minuten dauert. Und die Regeln sind in Englisch, Deutsch und Französisch und vor allem die Begriffe auf den Karten sind in Englisch, Deutsch und Französisch enthalten. Wobei man das Spiel auch spielen kann ohne die Karten mit Aufschreiben. Das geht genauso gut. Wir stellen euch das Spiel zusammen vor und geben dann natürlich noch unser Fazit ab. Das Spiel ist sehr, sehr schnell aufgebaut. Was ihr machen müsst, ist diesen Kartenstapel hier mischen und bereitlegen. Dann sucht ihr euch dementsprechend viele Karten raus, wie ihr spielt. Also wenn ihr zu viert spielt, braucht ihr einen Master, einen Insider und 2 Bürger. Wenn ihr mehr spielt, kommen dementsprechend mehr Bürger rein. Der Master und der Insider sind also immer drin. Die werden gemischt und an die Spieler verteilt. Der Master deckt seine Karte auf und sagt, ich bin der Master, das ist der Spielleiter. Er nimmt die oberste Karte, sagt allen Leuten, sie sollen wie bei Werwölfe die Augen schließen und nur er guckt sich die Karte an. Er weiß jetzt durch die nächste Karte, dass es der dritte Begriff sein soll. Hier steht ja die 3, guckt sich das auf der Karte an. Hier steht bei 3 in diesem Fall Wohngebiet. Das steht hier in 3 Sprachen drauf, wobei der englische Begriff am dickesten gedruckt ist. Die Spielanleitung sagt dann, er soll die Karte in die Mitte legen, soll selbst seine Augen schließen, soll den Insider aufrufen. Der guckt sich den Begriff an. Der Insider macht die Augen wieder zu, der Master macht die Augen wieder auf, nimmt die Karte, legt sie verdeckt hin und danach dürfen alle ihre Augen wieder öffnen. Wir haben das ein bisschen anders da gemacht. Es gibt noch eine Variante, dass man den Begriff gar nicht von der Karte nimmt, sondern ihn auf ein Blatt Papier schreibt. Wir haben einfach die Karte genommen und man spielt ja sowieso am Tisch oder am Sofa, haben die Zahl vorher gesagt, also in diesem Fall hätten wir die 3 vorher gesagt, und der Master hätte die Karte so genommen, dass man den dritten Begriff gut lesen kann und hätte jetzt einfach am Tisch das langsam, während er die Augen geschlossen hält, reihum gezeigt und wieder zurück. Und die Zeit hat immer wunderbar gelangt, dass der Insider den Begriff lesen kann und dann haben wir die Karte wieder hier draufgelegt. Das hat bei uns am besten funktioniert und gab gar keine Probleme. Nachdem der Insider den Begriff weiß, fängt die Runde an. Dafür gibt es eine Sanduhr, die wird umgedreht. Und jetzt dürfen alle Leute dem Master Fragen stellen. Und das läuft jetzt im Prinzip so wie bei Black Stories. Das heißt, die Bernadette könnte mich fragen. Nimm mal einen Begriff, wir machen mal eine. Wir machen mal eine Proberunde, dann seht ihr, wie das funktioniert. Ja. Mhm. Okay, ist es fest? Ja. Ist es größer als ein Tisch? Nein. Ist es viereckig? Nein. Ist es in einem Haus? Ja. Kann. Okay. Ist es ein Gebrauchsgegenstand? Also verbraucht ja. Er sich? Ja. Hat es die ist es in der Küche? Ja. Das ist fest. Jetzt könnte ein anderer zum Beispiel fragen, ist es ein Gewürz? Ja. Okay. Ist es scharf? Ja. Ist es Pfeffer? Nein. Ist es Chili? Ja. Das wäre jetzt noch innerhalb der Zeit. Und der Begriff wäre richtig erraten. Dann hätte jetzt die Bernadette ja erraten, dass es Chili ist. Und dann wird erstmal in der Gruppe abgestimmt, ist die Bernadette der Insider? Also wusste sie von Beginn an, dass es Chili ist und hat nur unauffällig gefragt. Das macht die Gruppe einfach nur mit Daumen wedeln. Und also nicht mit Daumen wedeln, sondern mit 1, 2, 3. Und wer denkt, sie ist der Insider, nach oben. Und wer es nicht denkt, nach unten. Und wenn die Mehrheit sagt, sie ist der Insider, verrät sie es oder nicht. Und wenn die Mehrheit sagt, sie war der Insider und sie war es tatsächlich nicht, dann hat der Insider gewonnen, weil er hat gut von sich abgelenkt. Und wenn die Mehrheit denkt, sie war nicht der Insider und sie war der Insider, hat sie auch gewonnen, weil sie sich damit auch versteckt hat. Und wenn die Mehrheit denkt, aber sie war der Insider nicht und sie war es auch nicht, dann geht es weiter. Dann wird nämlich abgestimmt, einer muss es ja sein. Und dann dürfen die Leute zeigen, wer der Insider ist. Und da darf jeder mitspielen, weil selbst der Master weiß ja nicht, wer der Insider ist.
Und wenn sie dann richtig raten, hat der Insider halt verloren und die Gruppe hat gewonnen. Und wenn sie falsch raten, dann hat der Insider halt alleine gewonnen. Das war im Prinzip das gesamte Spielsystem. Und ja, funktioniert sehr, sehr gut. Und ich würde halt empfehlen, in unseren Spielrunden, wie gesagt, hat sich das nicht durchgesetzt, dass die Karte in der Mitte ist, sondern eher, dass man die dann so rumzeigt, weil das leichter war. Man darf da nur nicht zu schnell sein und man muss aufpassen, dass man genau mit dem Finger natürlich nicht über der Zeile ist, die da ist. Also wenn die 6 ist, muss der Finger weiter oben sein. Wenn eine niedrige Zahl ist, muss der Finger halt weiter unten sein. Das hat bei uns aber, wie gesagt, perfekt funktioniert. Wir haben Insider gespielt in der Vierer-Konstellation, in der Fünfer-, Sechser- und auch in der Maximalkonstellation, in der Achter-Konstellation. Und es hat bisher allen Spielern, mit denen wir es gespielt haben, gefallen. Es erinnert sehr an andere Partyspiele, ist so ein bisschen eine Mischung aus, ja, schon Werwölfe, weil der eine ja versucht, nicht entdeckt zu werden. Andererseits ist es ja wieder ein kooperatives Spiel, wo man den Begriff zusammen errät. Und deduktiv, also eher wieder in die Richtung von Black Stories von Moses zum Beispiel, wo man zusammen sich versucht, an den Begriff ranzuarbeiten mit Ja- und Nein-Aussagen, weil es ja genauso auch funktioniert. Ja, und dieser Mischmasch, der kommt eigentlich ziemlich gut rüber. Also man braucht 2, 3 Runden, um reinzukommen, weil den Insider zu spielen ist nicht so einfach, wie man denkt. Also man darf nicht zu früh als Insider helfen, aber auch nicht zu spät, weil wenn man zu spät Hinweise kommt, ist es entweder sehr eindeutig, dass man der Insider ist. Oder aber die Zeit langt nicht mehr, um die Crew auf den Begriff zu stürzen. Deswegen sind die Begriffe auch meistens so gewählt, dass sie gar nicht so einfach sind, aber auch nicht so leicht. Und ja, wenn man es ein paar Partien gespielt hat, gibt es Möglichkeiten, das Team zu beeinflussen, ohne dass es merkt, indem man so kleine Hints gibt oder sogar extra eine falsche Fragestellung bietet, die den anderen plötzlich was aufzeigt, dass sie in dem falschen Weg sind. Oder aber mit Unterredungen zu den anderen kann man sich sehr gut verstecken. Also mir hat Insider sehr, sehr gut gefallen, ist mal was Neues in dem Segment, weil sich halt ein Verräter darunter befindet und das andere komplett kooperativ ist. Ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Im Prinzip gibt es keine Downtime von Partie zu Partie. Man spielt dann einfach wieder die nächste Partie, es fällt kein Spieler raus und es gibt ständig was zu diskutieren. Also auch nach der Zeit, wenn man den Begriff erraten hat, geht es ja noch mal ein Stück weiter. Ist eine sehr coole Sache, wer Düsterwald mag, wer Deduktivspiele mag, wer gern Kooperationsspiele mag mit Verrätermechanismus allerdings, der ist hier genau richtig. In einer ganz kleinen Schachtel könnt ihr wunderbar unterhalten. Eine lockere Stunde könnt ihr spielen, mehrmals hintereinander. Mit 8 bis zu 8 Personen lohnt sich Insider. Und kauft's euch.